Der Überfall. Edgar trat atmend zurück vom Fenster, das Grauen schüttelte ihn. Noch nie war er in seinem Leben ähnlich Geheimnisvollem so nah gewesen. Die Welt der Aufregungen, der spannenden Abenteuer, jene Welt von Mord und Betrug aus seinen Büchern, war in seiner Anschauung immer dort gewesen, wo die Märchen waren, hart hinter den Träumen, im Unwirklichen und Unerreichbaren. Jetzt auf einmal aber schien er mitten hineingeraten in diese grauenhafte Welt, und sein ganzes Wesen wurde fieberhaft geschüttelt durch so unverhoffte Begegnung. Wer war dieser Mensch, der Geheimnisvolle, der plötzlich in ihr ruhiges Leben getreten war? War er wirklich ein Mörder, dass er immer das Entlegene suchte und seine Mutter hinschleppen wollte, wo es dunkel war? Furchtbares schien bevorzustehen. Er wußte nicht, was zu tun. Morgen, das war sicher, wollte er dem Vater schreiben oder telegrafieren, aber konnte es nicht noch jetzt geschehen, heute Abend? Noch war ja seine Mutter nicht in ihrem Zimmer, noch war sie mit diesem verhaßten, fremden Menschen. Zwischen der inneren Tür und der äußeren, leicht beweglichen Tapetentür, war ein schmaler Zwischenraum, nicht größer als das Innere eines Kleiderschrankes. Dort, in dieser Handbreit dunkel, presste er sich hinein, um auf ihre Schritte im Gang zu lauern. Denn nicht einen Augenblick, so hatte er beschlossen, wollte er sie allein lassen. Der Gang lag jetzt um Mitternacht leer, matt nur beleuchtet von einer einzelnen Flamme. Endlich, die Minuten dehnten sich ihm fürchterlich, hörte er behutsame Schritte heraufkommen. Er horchte angestrengt. Es war nicht ein rasches Losschreiten, wie wenn jemand gerade in sein Zimmer will, sondern schleifende, zögernde, sehr verlangsamte Schritte, wie einen unendlich schweren und steilen Weg empor, dazwischen immer wieder Geflüster und ein Innehalten. Edgar zitterte vor Erregung. Waren es am Ende die beiden? Blieb er noch immer mit ihr? Das Flüstern war zu entfernt, aber die Schritte, wenn auch noch zögernd, kamen immer näher, und jetzt hörte er auf einmal die verhaßte Stimme des Barons leise und heiser etwas sagen, das er nicht verstand, und dann gleich die seiner Mutter in rascher Abwehr. »Nein, nicht heute, nein!« Edgar zitterte. Sie kamen näher, und er mußte alles hören. Jeder Schritt gegen ihn zu tat ihm, so leise er auch war, weh in der Brust. Und die Stimme, wie hässlich schien sie ihm, diese gierig werbende, widerliche Stimme des Verhaßten. Seien Sie nicht grausam, Sie waren so schön heute Abend. Und die andere wieder, nein, ich darf nicht, ich kann nicht, lassen Sie mich los. Es ist so viel Angst in der Stimme seiner Mutter, dass das Kind erschrickt. Was will er denn noch von ihr? Warum fürchtet sie sich? Sie sind immer näher gekommen und müssen jetzt schon ganz vor seiner Tür sein. Knapp hinter ihnen steht er, zitternd und unsichtbar, eine Hand weit, geschützt nur durch die dünne Scheibe Tuch. Die Stimmen sind jetzt atemnah. Kommen Sie, Mathilde, kommen Sie. Wieder hört er seine Mutter stöhnen, schwächer jetzt, in erlahmendem Widerstand. Aber was ist dies? Sie sind ja weitergegangen im Dunkeln. Seine Mutter ist nicht in ihr Zimmer, sondern daran vorbeigegangen. Wohin schleppt er sie? Warum spricht sie nicht mehr? Hat er ihr einen Knebel in den Mund gestopft? Presst er ihr die Kehle zu? Die Gedanken machen ihn wild. Mit zitternder Hand stößt er die Türe eine Spannweite auf. Jetzt sieht er im dunkelnden Gang die beiden. Der Baron hat seiner Mutter den Arm um die Hüfte geschlungen und führt sie, die schon nachzugeben scheint, leise fort. Jetzt macht er Halt vor seinem Zimmer. Er will sie wegschleppen, erschrickt das Kind. Jetzt will er das Furchtbare tun. Ein wilder Ruck. Er schlägt die Türe zu und stürzt hinaus den beiden nach. Seine Mutter schreit auf, wie jetzt da aus dem Dunkel plötzlich etwas auf sie losstürzt, scheint in eine Ohnmacht gesunken, vom Baron nur mühsam gehalten. Der aber fühlt in dieser Sekunde eine kleine, schwache Faust in seinem Gesicht, die ihm die Lippe hart an die Zähne schlägt. Etwas, was sich katzenhaft an seinen Körper krallt. Er lässt die Erschreckte los, die rasch entflieht und schlägt blind, ehe er noch weiß, gegen wen er sich wehrt, mit der Faust zurück. Das Kind weiß, dass es das Schwächere ist, aber es gibt nicht nach. Endlich, endlich ist der Augenblick da, der lang ersehnte. All die verratene Liebe, den aufgestapelten Hass leidenschaftlich zu entladen. Er
hämmert mit seinen kleinen Fäusten, blind darauf los, die Lippen verbissen in einer fiebrigen, sinnlosen Gereiztheit. Auch der Baron hat ihn jetzt erkannt. Auch er steckt voll Hass gegen diesen heimlichen Spion, der ihm die letzten Tage vergällte und das Spiel verdarb. Er schlägt derb zurück, wohin es eben trifft. Edgar stöhnt auf, lässt aber nicht los und schreit nicht um Hilfe. Sie ringen eine Minute stumm und verbissen in dem mitternächtigen Gang. Allmählich für den Baron das Lächerliche seines Kampfes mit einem halbwüchsigen Buben bewusst. Er packt ihn fest an, um ihn wegzuschleudern. Aber das Kind, wie es jetzt seine Muskeln nachlassen, spürt und weiß, dass es in der nächsten Sekunde der Besiegte, der Geprügelte sein wird, schnappt in wilder Wut nach dieser starken, festen Hand, die ihn im Nacken fassen will. Unwillkürlich stößt der Gebissene einen dumpfen Schrei aus und lässt frei. Eine Sekunde, die das Kind benutzt, um in sein Zimmer zu flüchten und den Riegel vorzuschieben. Eine Minute nur hat dieser mitternächtige Kampf gedauert. Niemand rechts und links hat ihn gehört. Alles ist still, alles scheint in Schlaf ertrunken. Der Baron wischt sich die blutende Hand mit dem Taschentuch. Spät beunruhigt in das Dunkel, niemand hatte gelauscht. Nur oben flimmert, ihm dünkt höhnisch, ein letztes unruhiges Licht.